Jetzt fahren wir gleich los. Erster Step ist erstmal jetzt hier runter zu kommen, ohne groß zu rutschen. Man kann es gar nicht so erkennen, aber hier sind ganz viele kleine Steine drunter unter diesem Gras. Und hier vorne sieht man schon, wie abschüssig das ist. Also alles mit Gefühl. Und ganz unten ist die erste Kehr. Also unsere Fahrzeuglänge mit 6,65 ist, würde ich mal sagen, so die Grenze, um hier hochzufahren, ohne hier mehrere Züge zu machen. Unten sieht man es. Da ist die Kehre. Und da sieht man auch, wie die Dori gestern Abend gekämpft hat, um hier hochzukommen. Es war auch ein bisschen feucht und jetzt ist es natürlich noch mal etwas nasser durch den Nebel. So, jetzt geht's erstmal los. Ich laufe jetzt hier noch mal vorab. Aber ihr hört es vielleicht im Hintergrund, Dori rutscht ein bisschen, wenn es bergab geht hier. So, jetzt kommen wir zur ersten Kehre hier. Ich denke mal, das schwierigste Teilstück haben wir schon geschafft. Das ist jetzt hier das schrägste oder das steilste Stück. Kann es schlecht sagen. Selbst ich rutsche hier weg. Da haben sie schon unsere neuen Reifen bezahlt gemacht. Wir fahren jetzt hier die BF Goodrich. Auch die zweite Kehre gut gemeistert. Und alles halt ganz gemütlich gefahren. Und die dritte Kehre. Was hast du gerade gesagt? Du schwitzt? Das kann ich verstehen, da musst du ganz schön arbeiten, ne? Ja. Ich sehe es. Teilweise ist es ein bisschen gerutscht, aber das hast du gut gemacht bis jetzt. Ja, der rutscht ganz schön hier. Ja. Das gibt es ja niemals, dass wieder wie steil es wirklich ist. Ja, das ist wirklich so, man sieht es nicht, ne? Ja, ich habe es gehört. Ja. Okay, geh mal vor. So, jetzt kommt der leichtere Teil hier. Da müsst ihr euch vorstellen, wir sind ja da im Halbdunkel hier hochgefahren. Ja, super. Muss ich nochmal zurücksetzen. Da sieht man schön die Traktion auch. Also das hat uns jetzt richtig Spaß gemacht, würde ich sagen. Würden wir wieder machen. Richtig cool. Also manche Plätze, auch in Park 4 Night, sind richtig super. Und man darf es nicht unterschätzen, wenn man hier erstmal nur die Blätter sieht, wenn man hier hochfährt. Man denkt, oh, eigentlich easy peasy. Aber wenn man dann anfängt und fährt, dann merkt man aber schnell, dass es doch sehr rutschig wird. Hier ist es ja noch relativ flach jetzt gerade, wo ich jetzt hier gerade langlaufe. Aber ihr habt ja gesehen, weiter oben, dann sind es dann schon so, ich weiß es nicht, 18 bis 20% vielleicht,
wie es hochging. Und wenn es dann noch geröllt runter hat unter dem nassen Gras, dann rutscht man. So, jetzt darf ich wieder mitfahren. Das ist ja ganz lieb von dir, Alla. In unserer Dori. Ah, ja, und jetzt? Jetzt wird es ganz entspannt. Die Alla hat hier alles im Blick. Ja. Und mir ist richtig warm geworden jetzt vom Laufen. Zum mir Schauen. Ist warm geworden vom Fahren. Oh Mann. Okay, vielleicht gibt's auch eine. Ja. Ich finde es ja richtig cool. Und auch jetzt, wenn die Sonne wieder scheint, kommt die Landschaft richtig schön raus. Und jetzt haben wir es geschafft. Perfekto. Ohne Blessuren. Naja. Einfach durchgefahren, Alla. Naja, ein paar Kratzer hat er schon abbekommen. Na, kann man alles rauspolieren. So, jetzt haben wir erstmal unseren Routenplaner starten hier. Ja, starten. So, und da oben starten wir. Den Strand ganz versteckt. Ganz ruhig und schön. Jo. Und jetzt geht's erstmal zu einem Aussichtspunkt. Dann haben wir schon wieder so eine Route hier, wo man nie wissen, ob man richtig ankommt. 2 Kilometer folgen. Lakeview, sagt er. Fahr mal hin. Immer noch den Weg zum Viewpoint. Point of no return. Also hier. Also da gehst du mal vor, wenn wir damit hochfahren können. Ich mach das. Ich laufe mal ein Stückchen vor. Es hört nicht auf hier mit der Entdeckungsfahrt. Hatte ich auch im Teil 1 so benannt. Ab nach Griechenland, Entdeckungsreise. Und jetzt gucken wir mal, ob es hier weitergeht. Also hier drüben ist auf jeden Fall der Stausee. Da kommt ja die Angela. Passt genau durch. Und jetzt fahren wir über die Wiese. Ah ja, da ist schon eine Spur, also nicht direkt über die Wiese. Also wir sind auf jeden Fall noch auf dem richtigen Weg. Laut. Maps. Ich hoffe. Ein bisschen weich, gell? Ja. Ich habe das gerade gemerkt. Haben wir ja gelernt, immer Low Range reinmachen, wenn man Allrad aktiviert. Wir fahren sowieso langsam. Egal wie. Ich weiß nicht, wo wir langfahren, Alla. Für eine Route rausgesucht hat. Hast du auch zu Fuß eingegeben oder mit Auto? Das kann schon sein, dass wir zu Fuß eingegeben haben. Nein, Quatsch. Also, mich würde es nicht wundern. Ist hier ganz schön am Kämpfen, unsere Dori wieder. Was kämpft sie denn? Die hat nur mit den Löchern zu tun. Ja, sag ich ja. Ich hoffe, das führt jetzt da um das Gebüsch rum. Ja, garantiert. Oder wir fahren da jetzt irgendwo hoch. Wir fahren da hoch? Ich steig dann gleich nochmal aus und guck mal. Alter Schwede, wollen die mich verarschen? Wo wir da hinfahren. Zur Not können wir dann hier nochmal drehen. Ah, Entdeckungsfahrt. Das sieht aus, als geht's da wirklich. Warte mal gerade, ich steig mal aus. Wir müssen erstmal gucken, ob der Weg hier passt, aber ich glaube schon, dass wir hier hochgehen. Gabelt sich nämlich hier. Aber wir gucken jetzt hier lieber mal. Bevor wir hier mit der Dory hochfahren, müssen nachher alles rückwärts zurückfahren. Also bis jetzt scheint es zu passen. Was man nicht alles macht, um einen schönen Ausblick zu haben. Ich glaube wirklich, das hätten wir auch einfacher haben können,
wenn wir hier oben Deich lang fahren. Aber Google Maps, jetzt rufe ich erstmal die Angela an. Willkommen zu uns, Dori. Alle hat alles im Griff. Aber das ist ja auch jetzt kein Problem. Ja, die 4 Tonnen, das merkt man dann schon. Hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Jetzt fährt sie wieder weiter. So, auf den. Easy peasy. Das war ja gar nichts, ne? Ja, das war gar nichts. Sah so spektakulär aus, gell? Ja. Und dann ist es nichts. So, jetzt bin ich mal gespannt, wo wir hinkommen. Ja, Angela hat jetzt auch gesagt, komm, wir gucken mal, ob es hier nass ist. Aber hier können wir uns hinstellen. Hier ist eigentlich ganz gut. Ja, ja, ja. Wieder mal einen tollen Platz hier gefunden. Sogar mit Feuerstelle hier vorne. Und wir haben auch Glück hier, es geht einigermaßen nicht ganz so feucht. Und hier kann man rund um den Stausee laufen. Und wir sind jetzt mal rund um den Stausee. Ist übrigens hier alles Naturschutzgebiet. Und daher kann ich euch hier leider jetzt keine Drohnenaufnahmen zeigen. Aber trotzdem traumhaft schön. Wie schön die Landschaft sein kann. Also wenn ihr hierher fahrt, den Rundweg laufen. Echt schön. Kleine Korrektur, wir sind ja gerade auf dem Rückweg. Also um den Stausee rumlaufen kann man nicht, beziehungsweise könnte man schon. Dann muss man aber ein ganzes Stück an der Straße lang laufen. Oder auf Bahngleisen. Oder auf Bahngleisen, und das machen wir halt nicht, klar. Ja, jetzt laufen wir zurück. Mal gucken, was wir machen. Ich würde sagen, wir backen jetzt mal ein Brot, weil wir haben gar kein Brot mehr. Genau. Bin ich dafür, auf jeden Fall. Jetzt machen wir erstmal unsere Müllaktion hier. Liegt hier überall was rum. Plastik da drüben. Hier hinten haben wir eine Mülltüte. Die vergessen worden. Und räumen mal hier ein bisschen auf. Da! Ja, das ist gut. Jetzt muss ich den Hang wieder hoch. Komm, bring's hier rein. Auf! Komm, bring's rein. Bring das in den Sack. Auf, Amy, rein. Super, prima! Prima, gut gemacht! Ich glaube, da sitzt ein E.T. Elmo. Elmo war hier im See schwimmen und jetzt haben wir ihn zugedeckt, damit er sich nicht erkältet. Aber komischer E.T., ne? Und was machen wir noch so parallel? Brot backen. Leider in der Omnia-Form, weil die Brotform, die ist noch in Deutschland. Jo. Aber passt auch rein. Perfekt. Und das bei dem Ausblick hier. Nachdem wir jetzt ja gerade die Geländefahrt hatten und auch einige Äste übers Dach gegangen sind, möchte ich mir das jetzt gerne mal anschauen, wie das da oben aussieht. So, mal gucken wir mal.
ob hier oben alles okay ist. Ja. Also ich glaube, das ist nichts passiert. Bisschen schmutzig. Aber ansonsten, es ist halt auch super verlegt hier. Man sieht das hier auch hier mit den Metallschienen. Da kann ein Ast das nicht so schnell losreißen. Ja gut. Wieder ein schöner Morgen. Und diesmal sind wir unter der Nebeldecke. Nicht drüber. Neue Frau aufgewacht, habe gesagt, ich stehe vor einer Wand. Ich glaube gar nicht, dass sich das auflöst und wir heute wieder so einen schönen Tag kriegen. I remember the hour when I first set my eyes on you on that warm summer night. Try to say my last name. It wasn't right.